Ja, da sind wir wieder zu Let's Play Silent Hill. So, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeguckt, nur um zu merken, dass ich alles falsch gemacht habe. Ja, toll. Also falscher könnten diese Farben da nicht reingepackt sein. Ich weiß jetzt nicht gerade, nach welchem Schema das irgendwie entschieden wird. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit diesem Rätsel zu tun, was ich jetzt aber nicht ganz verstanden habe. Was wahrscheinlich viele nicht ganz verstanden haben. Aber die richtige Reihenfolge wäre nämlich so: Rot, Schwarz. Nein, 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 nein. Rot, Schwarz, Gelb. Ja. Rot, Schwarz, Gelb. Dann dieses Violett oder... Doch, das sieht aus wie Violett. Grün. Und natürlich Blau. Sag, es ist ein bisschen... Kann man es genau liest, dann merkt man es wahrscheinlich. Ach du Fotze. Yay. Nein, nicht auf den Pickel schon wieder. Muss sagen, sehr nervige Viecher. Ich find's lustig, dass irgendwie, so bei Resident Evil ist, dass du mal zwischendurch so eine Pause machen musst, irgendwie nachladen. Schon wieder diese Katze, die irgendwie hinten auf die Taste immer drückt. Ui. Mal was anderes. Geile Mucke. Ich weiß auch nicht, wer jetzt hier der Soundtrack-Kerl war, aber nice. Okay. Fotze. Stö. Die Musik ist intensiver geworden. Schade. Jetzt habe ich im Endeffekt Munition. Ich würde sagen, verwechselte. Weggeworfen, aber naja. Schon tot? Ich bin jetzt aber ein bisschen überrascht. Ja, immerhin etwas. So, ich würde sagen, wir waren jetzt eigentlich überall. Was
war das für ein Schlitz? Ich habe irgendwas mit Basement gelesen, oder? Basement Storage Key is from Operating Room. Cool, dass er noch funktioniert. Ja. Okay. Storage Room. Okay, da ist Munition. Ah, Munition. Aha. Okay, da ist auch Munition. Yeah. Ui, und ein Schrank. Der wahrscheinlich weggeschoben werden muss. Ja, ich sehe es doch schon am Boden. Komm. So. So machen wir das also. Und ein Raum. Mitten aus nirgendwo. Aha. Lass mich raten. Ich habe ein Feuerzeug bei mir und Alkohol. Ja, danke, ich weiß schon, was ich gemacht habe. Obwohl ich jetzt an... Wahrscheinlich hätte ich jetzt so anklicken müssen, dann so... That wine smell like alcohol. Schöne Szene eigentlich. So, und weil wir ja cool sind, gehen wir natürlich durch. Die narrow hallway. So, das ist eine Tür gewesen. Die Fresse. Ich weiß nicht, was los ist mit der Kamera. Also manchmal ist die echt... Halt die Fresse. Ah, du... Fotze. Dein hässlichen Pickel. Okay. Okay, da ist anscheinend eine Tür. Oder ist es eine Tür überhaupt? Ne, daneben ist eine Tür. Okay. Nee, Mann, wir haben... Natürlich nicht. Oh, aus Versehen aus dem Bild geklickt. So. What's this? Ich weiß es nicht. Looks like someone's been here. Aha. Aha. Vielleicht es nicht irgendwie mitnehmen oder sowas? Natürlich, da liegen welche, aber nee. So.
schon. Na, immerhin Raum weniger zum Untersuchen. Ich finde das eigentlich sehr nett. Weil dann kann sowas eben nicht passieren. Puh. Ein Videoband. Wieso auch nicht? Raum. Schon wieder so ein Rollstuhl irgendwie. Haben nichts mit deren Rollstuhl. Wir brauchen was Verstörendes. Frank, wo sind die Rollstühle? Es muss sich wahrscheinlich in zwei Räume. Da, Examination. Das wäre jetzt hier. Und in... Genau, dritte Etage war das. Mit dem Video. Okay, wohin zuerst? Wo bin ich überhaupt gerade? Ich bin noch im Keller, ne? Dann... Frage, wohin jetzt zuerst? Ich würde sagen, das Video gucken, oder? Ich weiß nicht. Ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich ist was Wichtiges auf der Kassette zu sehen. Nehme ich jetzt mal an. Sonst würde es irgendwie keinen Sinn machen, die da zu haben. Auf zum dritten Stockwerk. Habe ich hinten mal die Tür aufgeschlossen? Wäre jetzt blöd, wenn nicht. Habe ich. Achso, ich kann dann durch. Also vielleicht für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ich spiele das nachts, also wir haben jetzt gerade 10:30. An der Tür vorbeigelaufen. Also jetzt nicht hier denken, oh, der spielt das bestimmt tagsüber. Ich spiele das immer nachts. Weil ich denke mir, komm, vielleicht gibt es hier ein bisschen Horror-Feeling. So, mal gucken. Wie immer sehr verstörend. Gab es irgendwie überhaupt einen Sinn dafür? Wahrscheinlich nicht. Außer verstörend eben. Dann gehen wir mal zurück in die erste. Und hier machen wir wieder einen Cut. Ich sag schon mal, bis dann vom Hausen.